Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute wieder die Solo Hype Night spielen. Aber gestern ja auch schon gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir wieder zwei neue chinesische Skins. Und ich denke mal, dass die zumindest chinesisch sein sollen. Da ja, glaube ich, gestern oder heute irgendwie das chinesische Neujahr war. Einmal haben wir hier den Tigressa-Skin mit den Tigerkrallen als Spitzhacke. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal so eine Lackierung in dem Muster. Irgendwann Season 8 war es, glaube ich. Und dann haben wir hier aber einen definitiv chinesischen Skin. Und zwar den Flink. Auch hinten mit so einer klassischen chinesischen Lampe. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ein bisschen eher wieder mit der Maske, mit der Drift-Skin. Dazu gibt es dann die Glücksäxte. Als nächstes haben wir dann hier Panda-Beauftragte. Dazu den Wukong noch. Und die Jingo Bang Spitzhacke. Leuchtet hier oben immer stärker, umso häufiger man schlägt. Ich glaube, das ist die Maximalstufe jetzt. Dann haben wir als nächstes noch den toxischen Trooper. Der hat ja mittlerweile auch eine gelbe Variante, die den Skin auch ganz cool eigentlich macht. Die ursprüngliche Variante gefällt mir und ich glaube den meisten anderen nicht ganz so gut, aber die neue Variante ist dann immer deutlich besser. Dann haben wir als nächstes die Kaugummi-Bomberin mit dem Standard und dem ohne Visier-Stil. Als nächstes die neue Stahlraster-Lackierung. Nicht animiert, sieht trotzdem eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir die Drachenaxt. Auch so im gleichen Stil, eben halt mit dem rot-goldenen. Dann haben wir Raketen-Rodeo. Und das war wirklich Ewigkeiten nicht mehr im Shop. Also ich glaube wirklich deutlich mehr als ein Jahr. Aber ich weiß auch nicht ganz genau. Wobei es gar nicht so lange her ist, glaube ich. Irgendwann war zwischendurch. Aber auf jeden Fall nicht der häufigste Mode. Dann haben wir als nächstes das Hüpflammer. Fortbewegungs-Mode. Mit einer, finde ich, ziemlich coolen Musik. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.